Das Filmteam der Globalkultur, Gesellschaft für kulturelle Bildung, trifft Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen zu einem Gespräch über die Kulturszene in der Bibliothek des Folkwang-Museums. Im Gegensatz zu Godot lässt Thomas Kufen nicht lange auf sich warten. Mir ist wichtig, sagt er, dass die kulturelle Vielfalt erhalten bleibt. Mit Thomas Kufen spricht Funda Cınar, die Geschäftsführerin der Globalkultur. Hallo Thomas. Guten Tag. Dürfen wir die Masken abnehmen und schön Abstand halten? Ja, bitte. Wo filmen wir denn? Essen für das Ruhrgebiet. So lautete das Motto für das Kulturhauptstadtjahr 2010 oder der Slogan Wandel durch Kultur, Kultur durch Wandel. Wie hat sich die Metropole Ruhr Ihrer Ansicht nach seitdem entwickelt und wie sehen Sie die Rolle Essens? Essen ist Bannerträger, ist Vorreiter für viele Entwicklungen. Mhm. Denn ohne die Kulturhauptstadt Europas hätte es die grüne Hauptstadt Europas gar nicht geben können. Aber es ist auch eine große Verpflichtung, gerade im kulturellen Bereich, den Bestand, den wir haben, der kulturelle Reichtum, der sich eben nicht nur an den großen Häusern ablesen lässt, sondern eben auch sehr klar an der freien und lebendigen Szene deutlich wird, dass es auch erhalten bleibt. Und das ist gerade aktuell in Corona-Zeiten eine besonders große Verpflichtung und Herausforderung. Also, ich glaube, wir sind seitdem noch enger zusammengewachsen in der Region. Mhm. Viele fragen, was ist geblieben aus der Kulturhauptstadt? Ich sage, ganz viele Netzwerke, ob die Museen, die Theater, die Opernhäuser, aber auch die freie Szene, kooperiert heute mehr und enger miteinander als noch vor dem Jahr 2010. Mhm. Sie sind ja 2015 Bürgermeister geworden, 5 Jahre nach der Kulturhauptstadt. Genau, und jetzt sind nochmal 5 Jahre vergangen. Ja. Kulturelle Vielfalt, haben Sie auch gerade angesprochen, spielt im Ruhrgebiet eine große Rolle. Wie kann diese Vielfalt zu einem schönen Miteinander führen? Wie kann man dieses Miteinander kulturell besser sichtbar machen? Was sind die bisher positiven Beispiele denn dafür? Es ist vor allen Dingen ein Beitrag, den jeder Einzelne leisten kann. Mhm. Wir erleben, dass Kultur im Ruhrgebiet immer interkulturell ist. Wir versuchen es mitzudenken und aufzunehmen. Das gelingt uns mal gut und mal weniger gut. Mhm. Aber ich glaube, die Einstellung ist insgesamt sehr, sehr positiv, auch gegen die Unterkultur, gegenüber dem interkulturellen Bereich. Mhm. Es geht aber vor allen Dingen auch um die Sichtbarmachung. Wir haben natürlich tolle Konzerthäuser, wir haben große Schauspielhäuser, großen und langen Traditionen, aber wir haben auch eine tolle Szene, die gerade sich entwickelt in der freien und freien Szene. Und deshalb ist genau der Punkt, den wir sichtbar machen müssen. Die kreative Szene ist sehr gut, die kreative Klasse. Auch da gibt es viele Anleihen aus dem Jahr der Kulturhauptstadt. Und da kann man, ob Artwork oder das kreative Nordviertel in der Innenstadt nennen, die Rüttenscheider-Entwicklung, aber auch so ein Theater wie das Katakomben-Theater ist da zu nennen, die wir auf gute finanzielle Füße haben stellen können, um deutlich zu machen, die Kultur ist bunt und vielfältig und braucht auch eine entsprechende Förderung, einen Rahmen. Richtig, das ist wohl wahr. Genau, die freie Kulturszene, interkulturelle Vielfalt und die Herausforderungen der Gegenwart, nicht zuletzt durch die Pandemie. Was wünschen Sie sich von der Kulturszene? Wie kann man gemeinsam anpacken in Anbetracht der Pandemie? Natürlich ist meine erste Hoffnung und mein Wunsch, dass die Kulturszene auch gut durch diese Krise kommt. Denn die Einschnitte sind doch sehr gravierend. Viele konnten nicht auftreten, Konzerthäuser blieben geschlossen, Künstlerinnen und Künstler haben keine Möglichkeit gehabt, sich zu präsentieren. Und deshalb waren wir auch aus der Verpflichtung des Kulturhauptstadtjahres 2010 sehr schnell dabei, einen eigenen Kulturförderfonds aufzulegen mit 500.000 Euro. Das ist eine der wenigen Städte in Deutschland, die ein eigenes Förderprogramm aufgelegt hat, übrigens viel früher als Bundes- und Landesregierungen das getan haben, weil mir wichtig war als Oberbürgermeister, dass die Strukturen, die über viele Jahre gewachsen sind, nicht über Nacht zerschlagen werden. Und das heißt natürlich auch, wir haben nicht einfach nur Geld verteilt, sondern dass die
kreativ in unserer Stadt sich auseinandersetzen mussten. Da ging es darum, dass ein Konzert, was ausfällt, dann vielleicht nachgeholt wird, aber in digitaler Form und das Konzert wird aufgezeichnet und dann den Gästen zur Verfügung gestellt. Es geht auch gerade für mich darum, dass Kunst und Kultur sich auch mit der Corona-Pandemie auseinandersetzt und damit sozusagen auch künstlerische Aufarbeitung geschieht, denn das wird uns noch lange beschäftigen und solange es keinen Impfstoff gibt, solange es kein Medikament gibt, werden wir mit dem Virus leben müssen. Und damit wir keinen Schaden auch an der kulturellen Seele nehmen, ist es gerade Aufgabe von Kunst und Kultur, ja, wie schon im Mittelalter, wo man sich mit der Pest auseinandergesetzt hat, eben jetzt genau auch mit der Corona-Pandemie auseinanderzusetzen und zu schauen, was hat es mit den Menschen gemacht, wie können wir das auch erklären, die verschiedenen Muster. Darüber hinaus haben wir natürlich ganz gezielt ein Etat gebildet im Rahmen unserer Kulturförderung, wo wir gezielt Bilder ankaufen konnten, wo wir auch Produktionen stärken konnten. Also mir ist wichtig, dass die kulturelle Vielfalt erhalten bleibt. Aber das heißt natürlich auch, dass die Kulturszene sich insgesamt der neuen Herausforderung zu stellen hat und neue Formate auch entwickelt, die auch zukünftig da Bestand haben werden. Und mein Eindruck ist, dass wahrscheinlich das nächste Jahr unter Umständen noch viel schwieriger sein wird für die Kulturszene. Denn in diesem Jahr gibt es noch Förderprogramme von Landes- und Bundesebene oder von der Stadt Essen. Ja. Aber wenn im nächsten Jahr vielleicht das Ersparte aufgebraucht ist, dann steht man noch vor viel größeren Herausforderungen. Deshalb müssen wir jetzt auf jeden Fall dranbleiben, dürfen nicht nachlassen, damit die kulturelle Szene so reich und lebendig wird, erhalten bleibt, wie sie jetzt ist. Und die Aussicht auf diese Unterstützung, wie es denn im nächsten Jahr weitergeht, das haben Sie aber dann, also das ist auch im Blick? Das haben wir im Blick. Von unseren 500.000 Euro, die wir zur Verfügung gestellt haben, den hätten wir zweimal ausgeben können. Das heißt, es gibt einen riesen Bedarf. Das werden wir jetzt genau auswerten, was übergeblieben ist und welche Antragstellungen, welche Schwerpunkte sich ergeben haben, sodass wir daraus auch fürs nächste Jahr, das ist zumindest mein Ziel, auch einen neuen Schwerpunkt bilden können, damit wir gut durch diese Krise kommen. Das sieht nach einer guten Perspektive aus. Das wollen wir mal alle hoffen auch. Prima. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch noch fragen darf. Das hatten wir jetzt im Vorfeld nicht. Ja, genau. Die libanesische Szene, das Milieu hier in Essen und im Ruhrgebiet. Wie sehen Sie das? Welche Probleme gibt es da? Was braucht es? Sehen Sie da Aussichten, Perspektiven, was kann man da tun? Ich würde mir das wünschen, dass gerade libanesische Musik, Popmusik, aber auch Kunst und Kultur aus Libanon viel stärker auch Eingang findet in unsere Alltagskultur, in kulturelle Einrichtungen. Es ist ja bemerkenswert, dass der Präsident Macron, als er Beirut besucht hat, eine Popsängerin besucht hat und damit ein klares Signal auch gerade an die Jungen Libanesen gesandt hat. Richtig. Und ich glaube, sowas hätte ein deutscher Politiker nicht automatisch verstanden, wie wichtig dieses Signal ist. Denn gerade die jungen Menschen brauchen Orientierung und orientieren sich auch gerade über Musik. Und ich denke, dass da auch gerade in Essen noch etwas möglich wäre, um diese Seite zum Klingen zu bringen. Kunst und Kultur verbindet. Kunst und Kultur verbindet. Das ist meine Aufgabe als Oberbürgermeister, dass wir beieinander bleiben. Den Leute, die unsere Gesellschaft spalten wollen, gibt es so viele. Meine Aufgabe ist es, die Menschen zusammenzuhalten, dass wir hier friedlich miteinander leben können. Ganz genau. In Respekt und im guten Miteinander. Und dass wir die Vielfalt auch als Reichtum sehen. Das finde ich auch so ganz wichtig. Diese Stadt ist offen, tolerant und das soll es auch bleiben. Super.